Frau Landtagsabgeordnete, wie fühlt man sich 2 Stunden nach einer geschlagenen Wahl? Zunächst einmal erleichtert, dass es jetzt vorbei ist und dass das große niederösterreichische Wahlziel das Halten der Absolute geschafft ist. Es sind 9 Parteien angetreten in Niederösterreich und die eigentlich alle nur ein Ziel hatten, die absolute Mehrheit, die klare Mehrheit der ÖVP zu brechen. Wir konnten die klare Mehrheit halten. Das ist einmal das Erfreuliche und das Positive. Aber der Wermutstropfen, das ist ein großer Wermutstropfen dabei, ist, dass wir das dritte Mandat im Bezirk leider verloren haben. Es gibt sehr unterschiedliche Gemeindeergebnisse, die man sich jetzt ganz genau anschauen muss, die man auch ganz genau analysieren muss. Für mich ist auch das gute Abschneiden der Liste Stronach oder des Teams Stronach eigentlich fast nicht verständlich. Ich habe im Wahlkampf, glaube ich, tausenden Menschen die Hand geschüttelt, aber mir hat kein einziger direkt gesagt, er wird Frank Stronach wählen. Also das ist irgendwo eine schweigende, protestierende Masse, die aber auch ihre Wünsche und ihre Themen nicht klar artikuliert. Also wirklich die großen Mankos im Bezirk, die kenne ich eigentlich nicht, sind auch nicht angesprochen worden. Es gibt zwar da und dort Unzufriedenheit, vielleicht muss man da auch noch ein bisschen tiefer gehen und sich das genauer anhören. Es gibt Proteststimmen, keine Frage, die sind ernst zu nehmen, das werden wir auch tun. Allerdings, ich kenne, wie gesagt, niemanden, der erklärt, Frank Stronach gewählt zu haben. Wer jetzt wirklich in den Landtag einzieht, das werden wir am Dienstag wissen. Das heißt, für uns 3 Kandidaten wird oder 3 Abgeordnete, es zeichnet sich ab, dass die 3 bisher amtierenden Abgeordneten auch wieder die besten Vorzugsstimmenergebnisse haben. Für die wird es dann spannend. Ja, bedanke mich. Gerne.